Machst jetzt einer Vogel, hm? Dann mal los. Minigun vor dir ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutz sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, Ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Bridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe sie im Feld zum Anwärter befördert und möchte ihre Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxon deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Gut. Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ältester Maxon ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxon anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxon dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Hast du dich verlaufen? Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Willkommen an Bord.
und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Paladin Dances Bericht hat recht deutlich dargelegt, wie sie zur Bruderschaft stehen. Und er ist überzeugt, dass sie uns nützen würden. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit ihrem neuen Rang erhalten sie eine Powerrüstung, die sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen sie sie mit Stolz. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Elder Maxon, 実は Institut 内部に入るためのシグナルインターセプターの設計図を持ってるわ. Ein interessanter Vorschlag, den ich sicherlich in Erwägung ziehen werde. Bevor ich aber einen meiner Soldaten ins Institut vordringen lasse, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. In der Zwischenzeit erwarte ich, dass sie meine Befehle befolgen und sich in Geduld üben. Was ich gesagt habe, war mein Ernst. Aber Sie müssen die Sache auch einmal aus meiner Perspektive betrachten. Ich bin nicht bereit, das Leben meiner Soldaten aufgrund einiger simpler Baupläne aufs Spiel zu setzen. Geben Sie uns etwas Zeit, die Informationen zu bestätigen, die Sie entdeckt haben. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich alles tun, um dieses Gerät zu bauen. Das verspreche ich Ihnen. Das wäre alles, Ritter. Systemdeltas auf 100%. Sekundäre Deltas auf Abruf. Wie ist der Status? Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Und wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns, Bruder. Paladin. Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester Maxon? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxon ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxon hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte.
Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxon die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Du solltest Maxon nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ältester Maxon ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Gilt es mir, draußen im Gelände zu sein. Für gewöhnlich beim Mittagessen. Wie kann ich dir helfen, Ritter? Danke. Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Verstanden. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Du machst dich vertraut? Ah, verstehe. Du bist der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nichtmenschlich bezeichnet? Nein. Also gut.
Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Hervorragend. Dann passt du hier ja wunderbar rein. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. So, funktioniert. Danke. Nanda Tomutetano? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, runtergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt? Droht die Pridwin abzuschmieren? Läuft ein Roboter amok? Dann komm zu mir. Ja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Ich möchte kein Mitleid und ehrlich gesagt kenne ich dich auch nicht sonderlich gut. Vielleicht ein andermal. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Oh, nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst,
eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Verzweifle nicht, Schwester. Wir sind hier, um das Commonwealth zu retten. Nie vergessen, ihr seid die Augen und Ohren der Bruderschaft. Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht, habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Ghule, Mutis und Zins allesamt ins Weltall schießen. Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad Victoriam knappen. Ad Victoriam. Wegtreten. So, jetzt in der Mitte treffen. Da, jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein. Du hast es schon fast. Das war's. Danke. Ja. Ich bin im Moment zu beschäftigt, um mit Ihnen zu reden. Elder Maxon, 実はインスティチュート内部に入るためのシグナルインターセプターの設計図を持ってるわ。Ein interessanter Vorschlag, den ich sicherlich in Erwägung ziehen werde. Bevor ich aber einen meiner Soldaten ins Institut vordringen lasse, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. In der Zwischenzeit erwarte ich, dass Sie meine Befehle befolgen und sich in Geduld üben. でも演説で語ったことはどうなの？これならインスティチュートの心臓部を撃破できるかもしれないのよ。Was ich gesagt habe, war mein Ernst. Aber Sie müssen die Sache auch einmal aus meiner Perspektive betrachten. Ich bin nicht bereit, das Leben meiner Soldaten aufgrund einiger simpler Baupläne aufs Spiel zu setzen. Geben Sie uns etwas Zeit, die Informationen zu bestätigen, die Sie entdeckt haben. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich alles tun, um dieses Gerät zu bauen. Das verspreche ich Ihnen. Das wäre alles, Ritter. Elder Maxon? Jetzt, da Sie die Crew der Prytwen kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Schwester? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Supermutanten sind nicht besser als Zins. Sie erinnern uns stets daran, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Ganz egal, ob man mit Hilfe der Biochemie Gene manipuliert oder aus ein paar Schaltkreisen Leben erschafft. Diese Art von Wissenschaft ist falsch. Als Mitglieder der Bruderschaft ist es unsere Pflicht, solche Abscheulichkeiten zu beseitigen. Gleich in welcher Form sie auftauchen. Ich kann also darauf zählen, dass Sie den Job erledigen? Der Fatman ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung der Bruderschaft. Es handelt sich um einen kleinen, tragbaren Atomsprengkopf. Ein Trupp, der mit einem dieser Dinger ausgestattet ist, ist praktisch unaufhaltsam. Sollten Sie jedes Vergnügen haben, einen Fatman abzufeuern, dann beherzigen Sie diesen Rat. Schießen Sie damit nicht auf kurze Distanz. Sonst bleibt nicht genug von Ihnen übrig, um damit einen Schuhkarton zu füllen. Reicht das als Begründung? Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschaum zu beseitigen. Weißt du, ich fange langsam fast an, diese Bruderschaftstypen zu mögen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Ich will dir was sagen. Ich kann dir alles sagen. Eines Tages könnte ich darauf zurückkommen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir.
Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da?